Dieses Thema des Charakters, das wollten wir ja ein bisschen gedanklich umkreisen oder in Frage stellen, auch weil wir das mit dem Unmaking verbunden haben. Also nicht nur das Making, also nicht nur Produzieren von Persönlichkeiten, von Aussagen über die Welt. Und das würde mich nochmal besonders interessieren, was du dann aus deiner künstlerischen Sicht dann unter diesem Unmaking verstehst. Vielleicht auch, inwieweit machst du ein Unmaking beim Malen? Das ist eine richtig interessante Frage. Was mir einfällt, ist das. Also dieser Unmaking bei mir wahrscheinlich besonders findet in dieser Technik, dass ich, also ich habe so einen Körper und so ein Gesicht, also so eine Person, die ich wieder also malen möchte. Wie male ich? In dem Sinne, dass ich einfach diese Dekonstruktion mache von bestimmten, also diesen Körper und mache ich das, reduziere ich auf nur so eine Linie, dass man sieht diese Linien und dann assoziiert diese Persönlichkeit. Aber wie macht man, also das ist, ich mache das erstmal, also dieser Körper und diese Person, die konstruiere ich zu diesen Elementen, diese Malelementen, diese Linien. Ja. Und da findet dieser Unmaking für mich auch. Und dann auf eine andere Stelle finde ich, das ist wahrscheinlich so, dass dieser Paradox, das man hat beim zwischen, also diese Gesichtsausdrücke und was diese Person erlebt hat, also im Hintergrund, also nämlich diese starke, also Farbschleifen im Gegensatz zu diesem Hintergrund, was ganz flach ist. Genau, der steht. Ganz statisch ist, genau. Es scheint zumindest neutral zu sein. Genau, es scheint, genau. Und da finde ich, dass der Begriff, also Unmaking und Charakter, also wunderbar zusammenpasst. Was ich technisch bei dir noch besonders interessant finde, ist, dass du das Körperliche, das hast du ja schon so ähnlich beschrieben, eben in eine Linie auseinanderziehst. Genau, wenn man das macht, das ist im Endeffekt so eine Linie. Ne? Genau. Ja, kannst du im Prinzip das so machen. Ja. Das ist wiederum so ein Unmaking. Ne? Man kann also fantasieren und dann tatsächlich, dass diese ganze Körperlinie und auch teilweise bei einigen Dingen, sogar Gesicht ist das so, dass wenn du alle Linien einfach auseinander, dann gibt es keine Persönlichkeit mehr. Ja, und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Gedanken, weil du dadurch auch die Vorstellung von körperlicher Malerei oder figurativer Malerei also so ein bisschen in Frage stellst und darüber nachdenkst, wie kommt eigentlich ein Körper auch zustande. Ja. Und du machst das interessanterweise durch Linien, die sich zueinander raffen und dadurch halt dann wieder so eine Assoziation, aber von einer flüchtigen Körperlichkeit bilden. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant von der technischen Frage. Ja, und also ab bestimmtem Punkt lösen sich sozusagen diese Linien irgendwo im Hintergrund. Also, dass man weiß nicht, also wo endet dieser Körper. Ja. Ne? Also, weil irgendwann ab bestimmtem Punkt sind sie in ihre Hintergrund aufgelöst sozusagen. Ja. Genau. Ja, richtig. Genau, und deswegen finde ich, dass das sehr schön übertragbar ist, vielleicht auch, wenn man so über ein Unmaking Characters in einem vielleicht psychologischen oder sozialen Sinne auch nachdenkt und auf uns jetzt selber als Künstlerinnen oder auch für jeden Menschen selbst überträgt und sagt, dass wir können uns in gewisser Weise mit Hilfe oder am Leitfaden, im wahrsten Sinne des Wortes, deiner Bilder auch selber dekonstruieren und überlegen, also aus welchen Fäden bestehen wir denn, ne? Inwiefern, welche Rollen haben wir, welche verschiedenen Farbtöne machen uns aus. Und in dieser das ist wirklich so. Und diese Unmaking ist es auch so, dass ich sage, das ist ein bisschen gewisse Ironie hat es auch für mich, weil wir machen das durch diese Unmaking-Charakter genau dieser richtige Charakter von einer Persönlichkeit. Ja, ne? das stimmt. Genau, das ist auch die Ironie auch drin für mich, was ich total spannend finde. Ja, genau, also das stimmt, dass hinter diesem Begriff Unmaking natürlich eigentlich eine Unmöglichkeit verborgen ist, weil selbst bei dem passivsten Verhalten oder einer Verweigerung von Handlungen immer etwas entsteht. Und das ist genau vielleicht auch so ein Ursprung, der besonders reichhaltig für Kunst generell ist. Also dass man auch vielleicht so in dem Nichts oder in dem Negativen etwas Produktives entdecken kann.
wie ein Zyklus, ne? Also es ist... Ja. Ja, genau. Ja, also ich freue mich sehr, deine Bilder dann in der Ausstellung zu sehen. Ich weiß, du hast noch einiges vorzubereiten auch dafür. Wir sind alle ganz busy, um das rechtzeitig zu schaffen.